gut. Wir stiefeln den Berg wieder hoch. Was haben wir denn da, Herr Müller? A German Bratwurst. Schon ein bisschen viel, aber hey, Spaß. Er kann's auch alleine, ohne Rampe. Wie aufgeregt sind wir? 86, 12, 14. Na, 86er Puls, warst du nicht so aufgeregt. 186. Ja. 186 zu 124. Und wie sehr freuen wir uns. Es geht schon wieder los. Geil, ich freue mich wie Sau. Ich mich auch. Ich auch. Hey Freunde, wir sind's. Servus. Grüßt euch. Es geht wieder los. Ja, Richtung Österreich. Endlich, ey. Was freuen wir uns wie ein Schnitzel. Ne? Ja. Ein Wiener Schnitzel, versteht sich. ja, wir haben die Wochen alles fertig gemacht am Wohnwagen. Wir hoffen, es funktioniert jetzt alles tadellos. Mein Mann kann seinen Mover das erste Mal benutzen. Hoffentlich geht er auch und wir blamieren uns nicht. Aber Quatsch, er hat ja zu Hause auch funktioniert. Ja, eben. Ja, wir düsen jetzt los. Wir haben knapp 490 Kilometer. Wir haben mal so 6 Stunden veranschlagt, knapp. Ja, ja, da seht ihr. Genau, 4 Stunden 46, 484 Kilometer. Und wir machen wieder einen Zwischenstopp. Gell, Schatz? Weißt du noch wo? Nee, ich stelle ja immer Fragen und so weiter. Also wir wollen ja noch tanken und einkaufen gehen. Ach so, in Anef. Richtig. So, das meint er ja. Da kommen wir eigentlich so mit einer Tankfüllung hin, ganz normal. So, ja. Zwischenstopp machen wir in Anef, weil? Da können wir billig und günstig tanken. Ja, und da gibt es einen Hofer, da kauft man dann noch ein bisschen was ein. Genau, das, den Link oder den Standort habe ich euch damals schon, wo wir das Wintercamping gemacht haben, ja, mit reingehauen. Kann ich in der Folge ja auch noch mal machen, wenn ich dran denke. Genau. Dann steht es unten in der Videobeschreibung drin. Also wir waren damals echt happy, weil, wie gesagt, viel günstiger. War einiges billiger. Ja, viel günstiger als wie alle Tankstellen rundherum. Ja.
Und wir konnten gleich noch ein bisschen was einkaufen. Hat gepasst, ja. Ist ein kleiner Umweg von, naja, sagen wir mal, hin und zurück, so knapp 10 Kilometer, aber das ist mir vollkommen wurscht. Lohnt sich. Das machen wir. Ja. So, wir haben uns jetzt schön Frühstück geholt. Ja. Wir waren jetzt gerade bei der Edeka und Leute, ey, um 8 Uhr früh, was hier schon los ist. Seid ihr auch so früh aufsteher, einkaufen, 8 Uhr Samstag? Schreibt uns das mal in die Kommentare, könnt ihr auch nicht schlafen? Ich hab gedacht, Sarah, man geht um 8 Uhr früh schon einkaufen. Also ich garantiert nicht, weil ich liege da noch im Bett, wenn ich frei habe. Wir liegen da im Bett oder ich stehe schon auf und schneide Videos, weil ich nicht mehr schlafen kann. Aber einkaufen, ey, Hammer, was hier los ist, aber egal. Eben, jedem das seine, uns das meiste. Geil. Wer hat das mal gesagt? Der Garfield hat das, glaube ich, gesagt. Jedem das seine, mir das meiste. Keine Ahnung. Irgendwie so, egal. Aber jetzt haben wir es gesagt. Ja. Wir reiten jetzt mal langsam los. Um 8 wollten wir los. Jetzt haben wir aber hier bei uns beim Edeka haben wir noch ein bisschen Geld geholt und eingegangen. Ja. Ein bisschen was für den Papa. Drei Brötchen. So. Bis heute Mittag. Mhm. Ne? Also ich teile es mir ein. Vielleicht. Gut, Leute, mit düsen los. Ja. Melden uns von unterwegs nochmal, wenn es was zu sagen gibt. Und wie gesagt, wir freuen uns. Bis später. Servus. Hä? Willst du nicht deinen Knochen? Möchtest du nicht haben? Ich verstehe diesen Hund nicht. Kriegt er ein Leckerli und dann nimmt er nicht. Schätzchen. Ja, Freunde, kurzer Zwischenstopp. Frau Möller muss auf Toilette. Und der Hund weiß nicht, was der macht. Was machst du denn da? Sag mal was. Hechel mal. Ja, wie ihr seht, wir haben den Wauwau dabei. Ne, viele haben ja gefragt, warum er nicht dabei war das letzte Mal. Diesmal haben wir ihn dabei. Bietet sich halt an. So, ich warte mal auf mein Weiblein. Und dann geht's weiter, würde ich sagen. Puppe! Wie ist es? Bestens! Wir kommen gut durch, obwohl scheiß Verkehr ist, muss man ehrlich sagen. Ja, es ist echt viel Verkehr. Ja, jetzt gerade nicht, aber vorhin war viel Verkehr. Ja, keine Ahnung, ey. Es ist auch nochmal so richtig schön Stau vor uns. Ja. Und ich bin echt am Überlegen, diejenigen, die ja meinen anderen Kanal verfolgen, ich bin echt am Überlegen, ob ich über Maxl reinfahre, aber ohne anzuhalten, versteht sich. Ja. Er hat ja auch nur 3 Brötchen bis jetzt gegessen. Zum Frühstück bis zum Mittag, Freunde. Diätbrötchen. Ne? Bis zum Mittag, die waren alle schon um 10 Uhr verputzt. Ja, aber es hält ja bis Mittag. Also, hallo? Matt hat nur eine bestimmte Haltbarkeit. Richtig. Muss schnell verzehrt werden. Schreibt mir das mal oder schreibt uns das mal in die Kommentare, weil wenn du Matt im Auto zu lange aufbewahrst in der Sonne, dann wird das ruckzuck eine Frikadelle. Das ist so. Glaubt mir das. Dann kannst du es auch schön reden. Ja, ist so. Ne? Ja, ansonsten, also das Navi sagt, wir wären so um 2:30 da, da ist aber der Stau auch schon mit dabei. Und das TomTom erzählt mir schon, dass wir abfahren sollen und da ein bisschen Zeit sparen können. Also ich muss ich ehrlich mal sagen, also ich meine, ich erlebe es ja jeden Tag an der Arbeit schon allein, gell, diese Fahrerei und alles. Aber diese Ignoranz, dieses egoistische Arschlochgefahre, das geht mir so auf den Sack. Einfach zu blöd, mal einen Blinker anzumachen oder was? Schatz, du hast Urlaub. Ich hab Urlaub. Schatz, bist ja auch da. wie gesagt, also manches geht einem echt tierisch auf den Sack. Aber ich wollte ruhiger bleiben. Ja. Ich habe mir so halt extra vorgenommen, dass meine Frau das Zelt aufbläst.
Und ich stelle mich mal oder setze mich mal in den Campingstuhl und gucke mir das von Weitem an. Und ja, schauen wir mal, wie es läuft. Also wie gesagt, wir haben ja ein bisschen Straße vor uns und sind noch, wie weit sind es denn jetzt noch? 230 Kilometer. Das ist noch ein Stück. Ja. Aber das kriegen wir hin. Das tracken wir ab. Ne? Ja. Wetter passt ja auch. Schön blauer Himmel, Wolken, sonnig. Ja. Also, wir hören uns. Ciao, ciao. Komm her, hallo. Okay. Komm her. So. Mal kurz Pause machen. Ne? Ja? Mal kurz Pause machen. Ja. Hier in der wunderschönen. Ja, ist es auch. Da drüben sind die Berge schon. Wegen. Ja, da. Bleib hier. Sehr schön. In der Nähe. Was von sagst du? Puff. Pudi. Da ist er. Wir haben ihn dabei, wie versprochen. Komm her. Bleib hier. Mein Mann muss mal wieder Fotos machen. Ja, irgendeiner muss es ja machen. Sein Lieblingshobby. Fotos von seinem Auto und seinem Wohnwagen. Und seiner Frau. Und von sich. Von sich und seinem Hund. Komm her, Scooter. Up with those angel eyes, I remember what I'm fighting for. Oh, the victory cannot be denied. You're the fire in my bones. Oh, the song upon my soul. And I gotta let the whole every day when the sun rises, I feel love beating down my door. Every night when the moon is shining, I pray you'll be coming back for
I would sing with everyone. Voices like a mountain song. Sing, you are my only one. Oh my, oh my, oh my days. Life is wonderful. I would launch a thousand ships just to be a part. Nach 80 Metern Ankunft. Ich bin auch ein bisschen eingel. So, mal kicken. Müsste halt die Stirnverspannung vielleicht hinmachen. Ja, da bin ich jetzt mal gespannt. Das geht auch. Arbeit. Oh, schade. Das geht ja so. Oh Mann, das da vorne ist schon der eine Platz. Ja, ja. Der war natürlich, aber das ist... Ah ja, der 45er ist schon wieder am Seeufer. Ja, und das ist, genau. Da zählen die Achsefahrten. Lauf nicht dauernd so in dein Ding rein. Hallo? So, mein Schatz, sind wir angekommen. Gott sei Dank, ey. Was eine Tortur. Ach, so schlimm war es gar nicht. Nee, war alles gut. Aber es ist sau windig hier. Wahnsinn, ey. Fühlt sich wohl. Gott sei Dank. Gut. Ist der Alte wieder da? Und jetzt guck mal, da steht doch der Anhänger. Das ist mein Gasexperte von letztem Jahr. Da sag ich mal Hallo. Dann. Meinst du, er kennt dich noch? Stimmt. Bleibenden Eindruck hinterlassen. Würde ich sagen. Vielleicht. Vielleicht.
Ja, du musst ja auch erstmal anfangen. Ich kann ja nichts sagen, wenn es noch nicht läuft. Ja, echt. Verrückt. Schlimm, der Mann. Die Frau ist schlimm. Die macht nie das, was ich sage. Doch, macht sie. Yeah, pump it. Pump it up. Pump it up. Verzurren. Oh ja. It's a little bit windy outside. Yeah, it's a little bit windy. Aber nur ein little bit. Manchmal. Willst du nicht? Morgen nicht. Das Lurder, das Sakralul. Aber ansonsten. Werde ich mir jetzt mal an die Vorhänge machen, denke ich mal. Das kannst du machen, ja. Ne? Ja. Verspann du mal weiter. Ich bin der Spanner. Ja. So Leute, einmal durchgeweht. Das Männchen verspannt jetzt und ich werde jetzt mal mich an die Vorhänge machen, damit es ein bisschen gemütlicher wird. Und dann müssen wir noch einen Teppich ausrollen, den neuen. Hoffentlich passt er, aber ich denke schon. So, muss ich erstmal gucken. Da sind sie. So. Da sind sie. Und dann mache ich mich mal an die Arbeit. Bis dann. So Leute. Gardinen erfolgreich angebracht. Juhu. Ich habe eine Stange lang gemacht. Kurz, lang. Ja. Und Sturmvorspannung hat er auch angebracht. Ja, eine. Eine. An der Seeseite. An der Seeseite. Unser Hund liegt schön brav vorm Zelt und bewacht den Eingang. Beobachtet alles. Das sieht doch gut aus. Hm. Jetzt kommt dann noch als nächstes, denke ich, der Teppich. Ne, Schatz? Ja, lege ich erstmal Kabel. Okay. Also, es werden erst Kabel gelegt und dann Teppich. Ja. Denn? Denn? Jetzt kommen nämlich erstmal die Verandastangen.
die helfen der Stabilität. Alter, wenn draußen, ne, alles cool. Ich bin hier drin, ne? Ich bin am Öl, wie verrückt. Ja, der Wind hat den Schweiß weggetrieben. Aber ist ja nichts Neues. Nein. So. Geliebtes, heldenhaftes Vibe. Ja. Das kann unser Bett. Danke. Bitte. So. Wir legen jetzt Kabel und dann den Teppich und dann melden wir uns nochmal. Tja Leute, Teppich liegt. Wir denken, soll so sein. Soll so sein, ist okay, passt. Das ist genau der Teppich, der zum Zelt passt. Also. Soll was, so. Was sagst du? Wie werde ich? Ja, cool. Ist okay, ne? Passt so. Passt, ja. Muss nichts zurechtgeschnitten werden. Alles tipptopp. Das wollten wir so. Ja. Jetzt haben wir das so. Und jetzt bleibt das so. Ja. Weiter geht's. Wie? So, Leute. Hier seht ihr mal den Mölli am Verzweifeln. Es hat ihm schon im Allwegleben einen wahnsinnigen Spaß bereitet, den Schrank aufzubauen. Da ist er schon schier ausgeflippt. So geil wie das Ding ist, ne? So scheiße ist es zusammenzubauen. Aber wir haben die Lichter mal aufgehangen. Und dann, wenn es heute Abend dunkel ist, haben wir ein schönes Ambiente. Blumen stehen auf dem Tisch. Die Bayern-Flagge weht. Jetzt sieht man sie nicht. Königreich Bayern. Das Königreich Bayern weht vor dem Zelt und ja. Ich drehe gleich nicht. Nein, Quatsch. Ich finde so lange, wie ich mich aufregst. Ich weiß es nicht, Junge, was so mit dir. Leute, mein Mann hat es geschafft. Da, 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 da. Alle liebe Freunde, ich begrüße euch zu einem neuen Video. Wie kriege ich diese Sache von der Berger zusammengebaut? Wir nehmen unseren Hammer. Ohne auszurasten. Ohne auszurasten. Und ganz wichtig, ein Bier. Alter, verrückt. Vier Stempel vertauscht, alles scheiße. Könnte echt verrückt werden, aber es klappt. Aber es ging ganz gut. Gut, yes. So, jetzt kommt es noch an die geeignete Stelle und ja, wir haben keinen Platz hier drin. Ja, genau. Wir so, hätten das. So wenig Platz. Wir hätten das größere Zelt kaufen sollen. Nein. Da steht's doch gut. Oder was meint ihr, Leute? Passt doch. Na klar, wo stelle ich das jetzt mal hin? So, und dann wird der Grill aufgebaut und dann geht's erstmal ans Putti machen. Wurst. Wurst. Also. Gibt's Wurst. See you. So Leute, jetzt gibt's erstmal lecker Futti. Yum yum. Yum yum. Lecker Bratwürste, Salat und Baguette. Nichts Aufregendes, aber macht satt. Ne, Schatz? Ja, Moment. Ja. Schatz, hier fix den Fernseher noch. Ja, Freunde, wir sind fertig, würde ich sagen. Also nicht nur fix, sondern auch Foxy. Nee, Quatsch. Aber man muss schon sagen, gut, wann war man hier, Schatz? Um 4 rum oder was, gell? Kurz vor 4. Und wir haben jetzt um 6:45 angefangen, endlich mal zu kochen oder zu grillen, besser. Wir haben schöne österreichische Bratwürste. Ja, habe ich schon gezeigt. Mit Speckmandel und so. Und die Frau alkoholisiert. Nein, Quatsch. Ja, wir essen jetzt schön und genau. Der Tag geht so langsam zu Ende. Aber seid gewiss, wenn es Licht an ist, melden wir uns nochmal. Ja. Also, yam yam. Ciao. Was ist denn da, Schatz?
Ich habe mich bei Muffins versucht, Bananenmuffins. Wir hatten so wahnsinnig reife Bananen und also bevor ich sie wegschmeiße, mache ich mal Bananenmuffins. Und das erste Mal im Omnia, mal gucken, also sind glaube ich ganz gut geworden. Ich habe noch jede Menge Teig, also eine Portion geht auf alle Fälle noch. Logisch. Nur geht halt ein bisschen schwer raus, aber huch. Ja, du machst es schon. Aber ich denke, sie können sich sehen lassen. Ist ja auch das erste Mal. Ja. Ja, schauen wir mal. Am ersten Mal tut es noch weh. Ne? Wisst ihr Bescheid? Ja, hallo, ist doch so. Ja, genau. Geht's? Ja, ja, die hängen noch ein bisschen. Ja, ein bisschen hängen sie. Ja, jetzt musst du das... Jetzt muss ich es eigentlich nicht... Na gut, ich kann die Masse reinmachen und lasse es dann einfach länger backen. Ist doch wurscht. Ja, mach ich jetzt wieder Feuer an, oder? Ja. Guck mal, da, Junge, freut sie sich. Warte mal. Ich probiere sie mal. Also so sind sie eigentlich schön fluffig. Verrückt, Junge. Die Baking Queen. Kann man essen. Kipp um. Vergiftet. Ich sag ja immer, die backt ja wie eine Eins, gell? Die soll endlich mal so einen Insta-Back-Kanal machen, aber wenn ich euch jetzt frage, sagt das sowieso ja machen, aber deswegen frage ich euch nicht. Oh, ist cool. Ja. Kann man echt essen. Okay. Ein bisschen Puderzucker fehlt, aber ich habe leider keinen. Ja. Vielleicht hat ja der Laden hier welchen. Ich probiere keinen. Also ich probiere die schon, aber nein, jetzt nicht. Ich habe Bier getrunken, dann kriege ich so einen Blähbauch und so. Guckt mal, wir machen schon, wir sichten schon unsere Videos von heute. Ja. Ja, Freunde. Und weil wir jetzt schön gebacken haben und eigentlich hier schön gemütlich zusammensitzen und manche hier meinen, sie müssten sie durchschlagen bis zum Gehtnichtmehr. Haben wir gedacht, wir sagen einfach mal Tschüss. Aber eins will ich euch nur erklären oder sagen. Und da habe ich mich heute so tierisch drüber gefreut. Ich habe euch mal eine Story erzählt, falls ihr euch daran erinnern könnt, wo ich eine Gasflasche gewechselt habe. Und da habe ich euch gesagt, das hat mir mal ein alter Gasexperte am Wolfgangsee erzählt, wie man die Gasflasche losmacht. Weißt du noch? Ne? Oder ob ihr es glaubt oder nicht? Ich glaube, das war sogar ein Video von der Duo Control. Das kann sein, genau, genau. Ja. Und ob ihr es glaubt oder nicht, wir kommen heute hier an, den haben wir ja hier in Wolfgang oder am Wolfgangsee auf dem Campingplatz kennengelernt und der steht wieder hier. Und was mich total gefreut hat, ist, wir haben den Platz genau gegenüber von da, wo wir letztes Jahr gestanden haben, gell? Ja. Und der steht wieder hier. Und ich gehe ums Zelt rum, hab hier schon fast alles fertig aufgebaut, gell, auf einmal, ach, seid ihr auch wieder da. Also das hat mich total, das hat mich voll umgeflasht, ohne Scheiß, also ich finde sowas total geil. Ja. Und das macht Camper aus, Freunde, genau das. Ja. Dieser Zusammenhalt hier rundherum mit allen gleich gelabert und alles cool, also mega geil. Ja, schon schön. Wir haben es uns auch schön gemacht, die Lichter brennen. Ja. Blümchen auf dem Tisch, ja, doch. So, ich filme euch das mal hier so halber rum. So, Fernsehen, gut, die einen Lampen, die können wir eigentlich ausmachen, die hellen. Ja, gut, die haben wir jetzt, weil du backst. Ja, die haben, haben wir die an. Ja. Aber ansonsten haben wir so ein schön eingerichtet, auch unser Teppich, den wir uns gekauft haben, der passt schön. Super schön. Ja, und der Hund, der liegt auch faul da. Auf Deutsch gesagt, wir sind glücklich. Na, Puppe. Ja. Ja, nee, ja. Das sind wir schon. Heute haben wir vor allen Dingen, heute ist der Heute sechste. Vor sechs Jahren hat mir mein Mann den Heiratsantrag gemacht. Ah. Und sie hat es bis heute nicht bereut. Ne? Also, sag ich mal. Nee. Nein, glücklich wie ab der ersten Minute noch glücklicher. Genau. Ja, so Freunde, wir beenden jetzt unsere Anreise- und Aufbauvideo. Ja, genau. Morgen machen wir erstmal einen chilligen. Genau. Wird nicht sonderlich viel gemacht, denke ich mal. Morgen werden wir investieren, um die Sattanlage aufzubauen. Das filme ich euch noch.
Die Ausraster. Am besten stelle ich das Ding einfach hin und warte, dass es funktioniert. Aber echt, oder so. Ja. Naja. Ja, summa summarum war es das mit dieser Folge. Genau. Und wir haben die 1800 Abonnenten geknackt. Ja, wir großes danken Bussi euch recht an herzlich. Euch alle. Super. Wir echt. Freuen uns mega. Ja, auch die ganzen netten Kommentare und das alles. Also, ihr seid super. Echt der Wahnsinn. Ja. Uns begeistert das total. Sehr schön. Ja, also, wir wünschen euch eine schöne Woche. Wir melden uns mit dem nächsten Video nächste Woche. Ja. Und verbleiben mit schönen Grüßen und eure Möllis. Eure Möllis. Haut rein. Ciao, ciao. Ciao.